Let's Play Enslaved Teil 6. Martin ist bei mir. Ich bin Michi, das ist Monkey, das ist Trip. Und wir müssen immer noch weiter. Genau, jetzt erstmal. Und ich sag gar nichts, weil ich so beschäftigt bin, damit die Stoppuhr einzustellen. Da das braucht meine das ganzen sind, mentalen Kapazitäten. So, was ist hier? Doch, jetzt habe ich es. So, jetzt darf ich auch wieder mitreden und mitspielen. Okay. Währenddessen schiebst du schon Autos weg hier. Ja. Auto, ah! Autoschieberbande. Ah, herrlich. Wir haben schon wieder 33.000 Tech-Orbs, dass ich eben alles eingesammelt habe. Das hat sich halt auch gelohnt, cool, ne? Danke. Ja, wie kriegst du jetzt nochmal hochgeworfen? Wie wirft man sie denn dann? Mit A, wenn das geht. Also, ich glaube, du musst sie jetzt hier. Doch. Da war auch eben so ein Symbol, ne? Wo man sie hinwerfen sollte. Achso. Dann kann ich jetzt quasi in der Zwischenzeit hier hoch. Craxel, Craxel. Hi. Der hat schon einiges drauf, der Monkey. Na, wenn er nicht klettern könnte, wäre es ja ganz schön scheiße, wenn er dann Monkey heißt. Ah. Bin ja echt gespannt, wie sich diese ganze Geschichte weiter ein bisschen auflöst, dann warum die Erde überhaupt so komisch kaputt ist, was das alles mit den Leuten und den Mechs auf sich hat. Das kann ich dir sagen, Martin, weil die Menschen ihre Computer immer anlassen und ihre Monitore mittags nicht ausschalten. Das ja, irgendwann entwickeln die Monitore dann nämlich dadurch eine eigene Intelligenz. Und das ist Martins schlimmste Albtraumvorstellung. Wir hatten neulich, war das Freitagabend oder was, wo dein Rechner noch an war, nämlich dann gebeten hat, bitte mach den Rechner aus, der darf durch das ganze Wochenende durchlaufen, das ist das Ende der Welt. Ja, vor allem Wochenende. Ja. Weißt du, du machst ja schon drüber lustig, wenn ich zum Mittagessen das Auto, aber am Wochenende, 2 Tage. Hö, die kann uns jetzt heilen? Nee, ich hab's gerade aufgesammelt. Sie hat ja gerade uns erzählt, dass das, was sie seit 10 Stunden aufsammeln. Oh, warte mal, das hier ist wichtig. Nein, sie hat gesagt, dass Trip uns irgendwie heilen kann. Irgendwas. Drück mal, genau, guck rechts, sie kann die Sachen praktisch okay. Aufbewahren mal, und uns zu gegebener Zeit geben. Das ist diese Maske, die wir die ganze Zeit in den Ladescreens immer sehen. Are you okay? Das war. He didn't see him. Monkey, there's nothing there. I must be going crazy. Could be because of your headband. It is effectively wired into your brain. Maybe it causes hallucinations. Great. Great. This just gets better and better. Aber es war gerade eben jemand, der halt an seinem Rechner saß, kurz bevor er zum Mittagessen geht und hast du gesehen, der wollte den Monitor nicht ausmachen. Ich das wieder gemacht habe, oder? Wahnsinn. Nein, was es damit auf sich hat, das wird im Spiel noch wichtiger und wichtiger. Also das war nicht gerade eben nur ein dummes Easter Egg, sondern... Wäre auch blöd, wenn das halt nicht irgendwie ein bisschen erklärt wird, was da los ist. Das will man ja schon wissen. Wenn man ja gerade schon in der ersten Mission gesehen hat, dass es überhaupt die Erde ist, halt anhand der Freiheitsstatue, will man natürlich schon wissen, was da überhaupt los ist. Wie konnte es dazu kommen? Und sind in der Zukunft alle Frauen so hübsch? Und warum bin ich noch hier? Na, bisher wissen wir nicht, dass es in der Zukunft mehr als nur sie gibt. Reicht mir. Ja, deine Freundin guckt unser Zeug ja nie, gell? Hallo. Können wir es noch rausschneiden? Wait here. I'll do a scan. That's our way out. I'll mark it. There's something different about that mech on the left. Aber gerade sowas gibt es jetzt ja schon. Da haben gerade vor kurzem, na, einen Test nicht, aber die haben so eine Drohne, so eine ferngesteuerte Drohne mit HD-Kamera probiert, die Kollegen von der PC-Welt. Ja. Ein YouTube-Video auch dazu gemacht, können wir mal verlinken an der Stelle. Das ist schon ganz schön fancy. Ja, der fliegt bei uns dann vorm IDG-Gebäude rum damit und guckt, glaube ich, in ein Büro rein auch und so. Crazy. Das ist ganz witzig. Es war aber jetzt nicht direkt in meinen Kopf vertratet dann. Glücklicherweise. Ich hoffen. Was ist bei denen, Max, was da das Besondere ist? Ja, die haben ein Schild vorne. Die haben blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau.
War das bei Predator oder bei Rambo? Also bei Predator? Bei Rambo hatten ja keine blauen Schilde. Das würde überhaupt nicht passen. Ui, ui, ui. Jetzt hüpf halt! Au! Ah! Au! Ich check's grad. Warum geht denn das nicht? Da lang nicht. Ich kann es hier nicht weiter. Das ist irgendwie gerade alles ein bisschen doof. Wieso geht denn das nicht? Jetzt du musst schon nach links, das ist schon richtig. Jetzt nach rechts und dann weiter nach links, da lang. Genau. Eben bloß nicht. Oh. Das ist aber wirklich ein kleines Problem von dem Spiel, dass er oft nicht erkennt, wenn man an einer Kante abspringen möchte oder auch wenn man über was rüberklettern möchte. Ja. Da hat er manchmal schon seine argen Probleme mit. Ja, was war das jetzt? So eine bekloppte Kamera. Die zum Glück nicht so oft Mucken macht. Du bist ja auch. Kämpfst ja immer am Limit, ne? Das ist mein zweiter Vorname. Am Limit. Obermeier. Am Limit, ich wollte gerade fragen. Hui. Komm ich da nicht schick, da schick, schick. Rum, oder? Was ist das eigentlich, diese Container? Da habe ich vorhin schon mal eine aufgesammelt, aber nicht von denen. Das ist die Munition für den Fernschuss. Ach, davon habe ich nur begrenzt. Naja. Da habe ich vorhin mal lustig in der Gegend umgeballt. Ja, was ist denn unten rechts? Sind das die vier Sterne? Sind das vier Schuss jetzt, oder was? Das ist der Polizeifahndungslevel. Genau, das ist vier Schuss jetzt. So, okay. Lassen wir nochmal hier Trip. Distracted. Hüpf. Ja, genau das. Stimmt, das ist die Munition. Hättest du nicht jetzt einfach von hinten auch kaputt hauen können? Ja, aber der springt schon wieder nicht dahin, wo ich hin will, weil das ist ja eine Distanz, die kann man unmöglich überbrücken. So, und jetzt kann ich auch sagen, go. Genau. Sehr schön. Da war übrigens noch Tech Ops. Jetzt noch nicht, was du weiter unten die Treppe runter. Da. Ja, wie soll ich da runterkommen? Kommst du da nicht hin? Vielleicht, wenn du dann die Treppe erst runtergelassen hast, ja. Jetzt habt ihr übrigens mal den direkten Vergleich und könnt nochmal sagen, ob es okay ist. Wir wollen nur die Treppe unterlassen, Mädchen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Grinst uns hier schon wieder das Hirn. Ob es jetzt besser ist insgesamt, dass wir die Sprache umgestellt haben. So, die Sprache. Dass wir hier zusammenspielen, ist nicht besser geworden. Nee, mir hat es halt auch das Hirn. Ich leide immer mit. In dem Augenblick konnte ich halt auch nicht weiterdenken, als das gerade alles so gefunkelt hat. Da dachte ich, mir kriegt dann auch das Hören. Ja, Total Immersion für mich hier. Was ihr nicht wisst, wir haben ja, also ich habe Martin gesagt, das ist ein Mikrofon. Aber eigentlich ist das das hirnschmelzende Headband, was ich mir aufgezogen habe. Das Gute ist, ich habe das auch auf, aber ich bin dagegen immun, weil dazu braucht man ja ein Hirn. Was machst du denn jetzt hier unten? Ich glaube, da musst du nicht lang, aber hier sind Tech Orbs. Doch, da ist das sind okay. Diese Tech Orbs, die du vorhin hast du super gemacht. So. Einer. Wir können nochmal nachzählen. Hey, ach, die, wo ich den umgenietet habe, die flogen schon von selbst vorhin da hoch, oder? Ja. Was ist hier? Nix mehr. Ich sag jetzt nicht, weil du runter hast. Ja, hat sich ja fett rentiert. Was auf dem Balkon vielleicht noch? Wo, da draußen? Ja, ah, wer weiß. Ja, ah. Wer weiß, ist weiß. Und. Da kannst du auch hochklettern. Nach links dann, ja. Das ist ein One-Way-Street, aber bis dann nach oben. Hä? Hätten wir auch da lang gehen können. Egal. Ja, haben wir das auch gesehen. Schön, ne? Trip ist in der Zwischenzeit schon wieder selbst da hochgelatscht. Stand oder? Auch so im Lonely Planet, dass man da auch mal lang gehen soll. Lonely Planet passt aber übrigens auch gut hier zu der Welt. Was? Er ist zu fett dafür, oder was? Lass dir Zeit. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Es funkelt wieder so weiß. Ich habe vor kurzem jetzt gerade die erste Folge von Let's Play Limbo geschaut, was der Fritz und Daniel gerade machen. Mhm. Und ich finde es total cool, weil die sehr entspannt reden dabei. Ich glaube nicht, dass sie sich dabei sehr viel Mühe geben, sondern, aber es wirkt dann auch so passend zum Spiel. Das ist total schön. Passt sehr gut. Das wäre schöner, wenn die dabei nicht mein Bier austrinken, um ruhiger zu werden. Haben die das Bier weggesoffen? Ich glaube schon. So hinterher keins mehr da. Vielleicht bin ich aber inzwischen schon so drauf, dass ich das selbst vergesse, wenn ich das selbst trinke. So. Im Skyrim-Rausch, meinst du? Ja.
Das Let's Play-Zimmer haben wir hier bei Michi. Und dann sind wir halt, hocken wir mal bei ihm in der Bude, auch wenn er selber gar nicht mitspielt. Ja. Wie halt zum Beispiel Let's Play Limbo. Und dann sitzt halt der Michi drüben und spielt zum Beispiel Skyrim. Und ärgere mich, dass mein Bier weg ist. Du musst übrigens halt die Geschichte, die erzählt ein bisschen, was wir machen sollen, das kriegen wir auch so mit, mit deiner Frau erzählen, die finde ich so gut. Was? Ja, also die, in Skyrim, nicht deine richtige Frau, die ist schon lange weg. Die ist schon lange weg. Nee, in Skyrim hast du doch, warst du doch verheiratet. Es ist ein Drama in drei Akten. Das ist eine geile Geschichte. Ich habe irgendwie ein Talent dafür, immer in Bethesda-Spielen oder in Spielen, die von auf der Bethesda-Engine basieren, auf dieser Creation-Engine basieren, also in allen Fallouts und in allen hier, ne? Elder Scrolls spielen. Jetzt kann ich gerade nicht erzählen und dingsen gleichzeitig, ist gerade ein bisschen schwierig. Jedenfalls habe ich da das Problem, immer ganz krude Bugs zu finden. Und einer dieser kruden Bugs ist eben, dass meine Frau in Skyrim mich, weil ich einmal ein Area Damage Feuerball auf sie geschossen hat, gesagt hat, sie geht jetzt. Wie ist das dazu gekommen im Haus? Hast du dich verklickt oder was? Nee, ich habe halt da aufs, also die ist halt eine Nahkämpferin gewesen. Und ich habe halt dann da mit einem Feuerball auf so einen Feind geschossen. Ach so. Und sie stand halt zu nah da. Ich meine, das ist halt natürlich immer, das sagt halt immer der Typ, der seine Frau verhaut, sagt halt, ja, ich habe das nicht mit Absicht gemacht und ich hau den jetzt. Ja. Oh Mann, es ist hier gleich wieder Schicht. Oh, wow, oh. Komm mal ganz schön. Das war die falsche Idee, das war eine schlechte Idee. Ja. Das geht bestimmt lange gut. Konzentriere dich mal aufs Spielen. Die Skyrim-Geschichte erzählen wir mal nachher, wenn ich spiele. Ja, da hast du recht. Weil so komplizierte Geschichten erzählen, habe ich auch selber schon gemerkt, ist gar nicht so gut, wenn man selber spielt, ne? Oh Mann. Ist mit dem Multitasking halt nicht so weit her. Ja, das war's halt dann auch, ne? Da hatten wir übrigens eine Diskussion mal auf unserer Facebook-Seite, weil ich habe gesagt, Multitasking ist halt so ein Frauending. Und das ist irgendwie auch wissenschaftlich halbwegs belegt, dass die das viel besser können als Männer. Ja, das ist ja auch so. Und das hast du gerade hervorragend bewiesen, wenn du versuchst, halt zu reden. Also gehaltvoll zu reden. Ich habe das ja gar nicht versucht, du hast mir das ja jetzt aufgedrängt. Jetzt, Michi, erzähl doch noch die Skyrim-Geschichte und kannst du nebenbei noch irgendwie jonglieren und Fahrrad fahren. Ja, okay. Ja, dann wollen wir dich nicht überfordern, dann klopp hier mal die blöden Max kaputt. In welcher Reihenfolge machen wir es am besten? Leck doch mal die nicht auf, sondern mach den linken kaputt halt. Ja. So, da ist einer mit Schild links. So irritiert. Da hinten ist die Tür. Erst den Typ machen und dann zu dem Turret, glaube ich. Detachable Gun Arm. Und die Pen. So, der Schlachtplan steht. Oh, der schläft auch eine Weile, cool. Dann weckt jemand nicht auf, oder? Ja. Wie war die alte Regel? If you can't kill it, don't shoot it. Ablenkung anfordern und verprügeln. Den ganzen Plan schon wieder vergessen. Ah, ich hätte dann auch Takedown. Kannst einen Takedown. Dann kannst du deinen Arm klauen. Sauber. Ritsch, ratsch. Dann schießt man ja deinen Kollegen jetzt ab hier. Jawoll. Kawumms. Dann kommt auch. Oh, der ruft Verstärkung, der ruft Verstärkung. Nicht mehr. Wo ist denn da die Munitionsanzeige? Ich glaube, du kannst aber nicht damit springen. Du kannst halt, wenn du so lange auf dieser Plattform bleibst, hast du es die ganze Zeit. Dann wohnen wir jetzt hier. Ich gebe auch ungern dann so ein Gerät immer weg. Ja, dann sammeln wir mal hier Tech Ops ein. Wir erzählen die Skyrim-Geschichte ein anderes Mal. Die dauert viel zu lang. In der nächsten Folge. Ich finde, ja, so die dauert ewig. Naja, irgendwann vielleicht mal. Schau mal, wir versuchen es mal in der nächsten Folge. Vielleicht ergibt es sich ja. Ich will die Leute halt irgendwie in die nächste Folge kriegen, weil alleine gucken die ja nicht weiter. In der nächsten Folge außerdem werden 500.000 Euro verlost. Ja, das auch. Das kann man aber nicht tot machen hier, oder? Das ist jetzt nur temporär. Was hat der oben so ein Zeichen über dem Kopf? Was heißt denn das, dieses rote? Nee, besser müssen wir diesen Turret wegkriegen, oder? Bisschen Zeit hast du noch. Jetzt habe ich auch noch Zeitdruck hier. Jetzt nimm mir mal das Medkit mit.
sträflich vernachlässigt in letzter Zeit, dass wir ständig von Medkits und ähnlichen geredet haben. Mhm. Und daher entdecken die Leute von alleine halt schon ständig irgendwo Med. Neulich im Vanquish-Let's Play jemanden, während ich über so eine Deckung gehechtet bin, abgeschossen. Ach, das geht so nicht. Genau, oh, während du in der Luft warst praktisch, ja. Hast dann Mid-Air gesagt, was dann gleich als Mad-Air interpretiert wurde. Was natürlich völlig falsch ist, weil das ist eine Fluglinie von Niki Lauda, glaube ich, der seine Ohren da verwurstet hat. Du bist ja auch böse. Ich check's gerade nicht. Ja, lass sie ablenken und dann geh halt dann zu dem Turret hin und verhau den. Aber ich komm doch da nicht hin. Kommst du nicht da rechts rüber? Jetzt, Sprung, hier. Das ist zu weit. Das ist zu weit und da komme ich auch nicht. Ich muss da halt irgendwie hinten rum. Ja, doch da lang. Ich soll ihr irgendwas runterlassen. Kannst du den vielleicht ablenken, dass sie hierher rennen kann? Ach und dann wirfst du sie hoch? Ja, das kann ich natürlich machen. Ne? Probier das doch mal. Hey! Das sind die Deckung. Genau, so hey, machen. Warte mal, wenn ich jetzt mich hinter diese Deckung stelle. Genau, da. Und dann jetzt so ein bisschen hey machst. Und dann sie rufst. Genau. Hey. Perfekt. Wie am Schnürchen. Der ballert über die Deckung langsam kaputt. Das geht auch. Und deine Zeit ist jetzt abgelaufen. Ich heb sie aber da noch schnell hoch. Ich wollte sie anfassen. Mann. Nichts darf oh ich Mann. Hier. Wird langsam unangenehm hier, ja, mit mir. Von daher brechen wir es jetzt hier mal ab. Wir brechen es an dieser Stelle ab. Ich beruhige mich ein bisschen bis zur nächsten Folge. Mann, dann bin ich ja auch wieder am Controller. Genau, bis zum nächsten Teil Let's Play Enslaved mit 100.000 Euro Skyrim-Geschichten und dem Sinn des Lebens. Bis dann. Auf jeden Fall. Tschüss. Shalom.